Herzlich willkommen bei Players Only. Lange ist es her, aber nun ist es endlich wieder soweit. Es gibt eine neue Folge, wie süchtig macht eigentlich World of Warcraft? So, da sind wir wieder mit unserem Hexenmeister Schnabelsohn, der mittlerweile schon Stufe 20 erreicht hat. Klar, das ist jetzt für WoW-Veteran natürlich Peanuts. Aber für mich war es schon, ja, nicht so einfach, weil ich bin natürlich immer noch alleine unterwegs. Und ja, es war schon ein Grind, diese 20 Stufen zu erreichen. Aber mein Ziel ist es natürlich, die 50 zu erreichen. Ich will ja immer noch wissen, hey, wie sehr kann dich dieses Spiel in den Bann ziehen? Und da habe ich einen interessanten Kommentar unter dem letzten Video gesehen. Und zwar von einem jungen Herrn. Denke ich mal, dass es ein junger Herr ist, aber ich denke ja. Er meinte, hey, schau, das Spiel World of Warcraft hat so viele Aspekte, das dauert Monate, bis du weißt, wie, was und wie halt alles funktioniert. Und es braucht auch sehr, sehr lange, bis man versteht, was die Faszination ausmacht. Des Weiteren hat er gesagt, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt und mich dadurch das Spiel auch führt, damit ich nicht alleine unterwegs bin. Und ich glaube, das ist ein ziemlich guter Punkt. Und deswegen werde ich in Zukunft bei dieser Serie wieder jemanden mit hinzuziehen, der mir ein bisschen das Spiel näher bringt und mir auch wirklich seine Faszination überträgt für World of Warcraft. Damit wir da auch wirklich schön flüssig durchgehen können. Und vielleicht macht es dann bei mir ja irgendwann ja auch nochmal Klick, ne? Weil, wie gesagt, ich habe jetzt mal bis Stufe 20 durchgehalten, aber das ist natürlich noch lange nichts, ne? Bis jetzt habe ich auch nur gequestet. Wir werden heute aber trotzdem noch ein paar Quests machen. Einfach, damit ich hier noch ein bisschen weiterkomme. Und ab dem nächsten Mal wird die Serie dann dementsprechend umgestaltet. So viel vorneweg mit der Einleitung. Wir haben hier den guten Khazar, der Wellenbinder. Und bei ihm habe ich eine Quest. Ich finde es ja immer interessant, wie viel, dass man wirklich hier eigentlich aus Quests rausholen kann. Hier hat es schon wieder zwei verfügbar. St. Kuli Verräter und Gefangene retten. Wir nehmen beide sowieso mal an. Ne? Meisterin der Verhexungen und Seelenbindungen. Okay, also wir tun unser Bestes, damit die Kämpfe sich auf St. Kuhl beschränken und sich nicht auf die anderen Terrassen ausdehnen. Wenn wir uns helfen wollt, oder wenn ihr uns helfen wollt, dann befreit Kriegsdruidin Lotti. Sie versucht, da oben auf der Plattform ihren Willen mit einem dunklen Ritual zu brechen. Ihre Seele ist an so einen Fetisch gebunden. Ihr müsst den Fetisch finden, wenn ihr sie befreien wollt. Okay, gut, gibt wieder jede Menge Erfahrung. Ja, und wir haben noch St. Kuli Verräter. Sie versuchen, unsere Loa zu entern. Zu entern? Wo sind wir hier? Bei den Piraten? Hallo? Natürlich nicht. Zu entehren. Und sagen, sie wären falsche Götter. Sie folgen den alten Traditionen von Blutopfern und Unterwerfung. Das verstößt gegen alles, an was wir glauben. Töte alle Verräter, die ihr finden könnt. Okay, also 10 St. Kuli Verräter töten. Und, die Geister seien mit euch. Irgendjemanden befreien. Aber wir werden zuerst mal die St. Kuli Verräter töten, weil, ja, dann komme ich auch wieder mal ein bisschen ins Kampfsystem rein. Ich habe jetzt übrigens auch noch einen Succubus als Dämon, den ich beschwören kann. Das machen wir gleich mal. Dauert ein bisschen beim Succubus. Aber hier ist der Succubus, total niedlich. Ich mag das. Schöner Begleiter, den ich hier habe. Natürlich muss ich wieder gucken, ne? Wie alles funktioniert. Aber ja, da ist man ja eigentlich relativ schnell wieder im Kampfsystem drin. Wir müssen 10 von diesen Verrätern töten. Ich hoffe, mein Succubus tut das Notwendige. Wir haben einen. Ja, zumindest schaut das gar nicht so schlecht aus mit dem Loot, den man hier kriegt bei den Verrätern. Aber es gibt natürlich noch mehr. Es gibt noch viel mehr. Mittlerweile habe ich natürlich auch das Kampfsystem ein bisschen besser angeguckt. Weiß jetzt auch, welche Kombination mit den Fähigkeiten hier am besten funktioniert. Aber ich denke,
Wie gesagt, also es wird wahrscheinlich Monate dauern, bis man da wirklich auch mal nur annähernd das Spiel versteht. Bis man nur annähernd die Faszination von World of Warcraft versteht. Ich meine, ey, die Leute zum Teil, die spielen das schon so lange mittlerweile, ne? Also schon so lange, dass die einfach bereits komplett drin sind im Spiel. Das kommt natürlich wieder davon, ne? Wenn man einfach alle Taschen mal komplett voll hat. Ich habe aber letztens wirklich mal gelernt, glaube ich, wie man was verkauft. Oder zerstört. Ich kann zumindest kann ich Platz machen, ja. Aber rein theoretisch könnte man das Zeugs ja auch verticken. Aber dafür bräuchte ich, glaube ich, einen Marktplatz oder so. Ich glaube, ich müsste auch wirklich mal größere Taschen machen können. Aber ich glaube, das funktioniert auch mit Berufen, die man für sich erlernt und so weiter und so fort. Ich bin mir da halt wirklich noch unschlüssig. Deswegen ist es eben auch gut, wenn wir jemanden haben, der mich hier durchs Spiel führt, der mir genau diese Fragen auch beantworten kann. Deswegen freue ich mich so sehr auf die nächsten Episoden von Wie süchtig macht World of Warcraft. Das war Nummer 5. Der Succubus hat jetzt ein bisschen ausgedient. Ich nehme wieder meinen Tank mit. Der gefällt mir halt wirklich immer noch am besten. Der macht auch sehr, sehr viel Schaden. Haltet mir die Gegner vom Leib. Also von dem her, mit dem bin ich wirklich total zufrieden. Wir haben, glaube ich, jetzt 9 getötet. Sehr schön. Fehlt eigentlich nur noch einer. Der steht auch hier schon bereit. Und wartet nur darauf, erlöst zu werden. Ja, das war's. Können wir eigentlich gleich wieder zurück zum oder zur Kriegsdruidin Lotti. Warte mal, die ist hier. Die steht ja schon da. Habe ich wieder mal komplett verpasst, ne? Hier ist Lotti. Sehr schön. Jetzt müssen wir Lotti eigentlich nur noch dementsprechend befreien, ja? Wenn ich jetzt es richtig verstanden habe. Vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Na, das dachte ich mir. Es gibt wieder Ärger hier. Der gute Mensch kann sich teleportieren. Wenn er das macht, dann verliere ich den Fokus auf ihn. Was natürlich nicht so cool ist. Ja, der Fetisch wird bewacht, sehe ich gerade. Wir räumen einfach mal von hinten auf. Ja, ja, da ist die Hexenmutter Kala. Wir müssen sie töten. Vielleicht reicht die Reichweite, das wäre jetzt natürlich ideal. Das Duell der Blutsauger, wirklich. Ist auch eine coole Fähigkeit, wie ich finde, weil man halt seine Gesundheit regenerieren kann. Und das ist für mich eigentlich immer sehr, sehr wichtig, weil ich eigentlich immer kurz vor dem Sterben bin. Aber ich denke, auch das wird sich in Zukunft ein bisschen ändern. Mit der Zeit müsste man ja eigentlich besser werden und besser werden. Die war auch sehr anfällig auf das Blutsaugen, muss ich schon sagen. Sehr gut. Zurück zu Lotti. Wenn wir hier einfach so easy zurückkommen. Wählt euren Loa mit Bedacht. Sehr schön. Aber sie hat gleich nochmal was für uns. Die Macht der Loa ist stark hier. Rahl und Wende haben Ohren. Gucken wir uns natürlich an. Ein Krasak ist ein Verräter im Priestergewand, der glaubt, er könnte unserem Loa wehtun, wenn er uns bloß lang genug foltert. Wir haben sogar meinen Mann Rahl auf den Gipfel von Sankul geschleppt. Normalerweise könnten sie den gern haben, aber die wollen seine Verbindung zu Paku benutzen, um den Loa zu schwächen. Und das darf nicht sein. Also gehen wir weiter rauf zum Gipfel von Sankul und retten wir meinen nutzlosen Mann. Ja, das ist... Das ist witzig geschrieben. Also ich muss immer wieder lachen, wenn ich die Quests mir so durchlese. Das ist alles sehr, sehr gut geschrieben. So, gibt dann aber auch eine gute Belohnung, sehe ich gerade.
Und die zweite Quest ist Wände haben Ohren. So, wir machen zuerst die Quest Wände haben Ohren. Wir müssen diese Spinnen hier töten. Ich habe Spinnen schon immer gemocht. Das sind meine absoluten Lieblingstiere, wirklich. Ah, da kommen noch so Minispinnen. Ist ja ekelhaft. Noch eine Spinne. Wir können gleich die nehmen hier. Ich habe zumindest Hilfe. Okay, Aufgabe erledigt. Jetzt brauchen wir aber noch die Rahl-Aufgabe. Krassak, der Ketzer, getötet. Und der müsste auch irgendwo hier sein. Schon mal das Tier rausgelassen? Also zumindest hier oben ist es markiert. Mal gucken. Wir müssen weiter nach oben. Aber überall stehen uns Spinnen im Weg. Die Spinnen sind überall. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Ey, so viele Spinnen. Mit dem hätte ich nicht gerechnet. Und die hindern uns extrem. Guck mal, die sind wie eine Plage sind die hier verteilt, ne? Wie eine Plage, ey. Okay, wir kommen langsam aber sicher vorwärts. Und natürlich, es erwartet uns... Wie könnte es anders sein, ne? Es erwartet uns eine Riesenspinne. Ich wusste es. Ich wusste es irgendwie. Als wir die Treppe hochliefen, wusste ich es, dass uns eine Riesenspinne erwartet. Das ist jetzt gar nicht gut. Aber dann wird es mal Zeit, ihren Mann hier zu retten. Oh. Na gut, wir sind zu dritt. Mit vereinten Kräften können wir diese Riesenspinne... töten. Oh, Alter, was macht die? So eine schleimige Spinnenspur, ne? Die ein Netz gesponnen oder was? Ich kann mir gut vorstellen, dass das Einhalten der Bewegung dann einschränkt. Oder dass man auf dieser Spur halt wirklich nicht gut laufen kann. Wir haben sie. Jetzt müssen wir Rahl irgendwie hier... Ja, ja, man kann nicht so schnell laufen hier durch dieses Spinnennetz, diese Spinnenweben, die sie gepflanzt hat. Ekelhaft. Sehr ekelhaft, wirklich. Mit den weisen Worten meines Loas. Ducken! Die mögen sich irgendwie nicht so, ne? Lotti und ihr Mann, ja, das ist die Wahnsinnsliebesbeziehung. Musstet ihr Lotti unbedingt mitbringen? Hm. Gamaschen der Zankuli oder, ich überlege gerade, oder das Hüfttuch. So, wir haben uns für die Gamaschen entschieden. Gamaschen der Zankuli, die würde ich eigentlich auch gerne benutzen. Das habe ich, glaube ich, jetzt auch gemacht. Sehr schön, perfekt. Dann sieht doch das Ganze sehr, sehr gut aus. Ich sehe gerade... so einiges an meiner Rüstung sollte vielleicht repariert werden, ja, das ist alles komplett rot. Deswegen werde ich mich danach gleich schnell auf den Weg machen, mir die Rüstung noch schnell komplett durchzureparieren, damit ich hier wieder ganz, ganz gut weiterkommen kann, ja. Wir haben so einiges heute doch noch gelöst, aber wie gesagt, die Serie werden wir ja in Zukunft ein bisschen anders gestalten. Lasst definitiv euer Feedback in den Kommentaren, es würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr irgendwas zu World of Warcraft zu sagen habt, dann einfach reinschreiben. Wenn ihr eine Idee habt, wie unser Format sonst noch besser werden könnte oder was wir tun sollen. Und vor allem der Hauptpunkt, soll ich überhaupt dranbleiben mit World of Warcraft? Das haut einfach in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitteschön ein Abo da. Das würde unseren Kanal natürlich immer weiter supporten und würde auch ein Grund dafür sein, noch mehr solche Videos zu produzieren. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen lieben Dank für alles und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wie süchtig macht eigentlich World of Warcraft. Macht's gut, Leute. Tschüss.